Ich heiße Masato Wakamatsu und ich bin schon 18 Jahre alt. Ich gehe noch in die Schule und ich kann euch viele tolle Geschichten erzählen. Mein Vater ist Akademiker und er schlug mir vor, so wie er die akademische Laufbahn einzuschlagen. Und deshalb drücke ich noch die Schulbank, wie man so schön sagt. Ich habe auch Trauriges erlebt. Meine Mutter starb bei einem Unfall, als ich noch sehr klein war. Später heiratete mein Vater wieder. Aber nur ein halbes Jahr danach starb meine Stiefmutter nach einer schweren Krankheit. Eines Tages verliebte ich mich in ein sehr hübsches Mädchen. Und da merkte ich dann, dass ich erwachsen geworden bin. Ich möchte von dem Mädchen, wenn sie Badeanzüge anhaben, unbedingt Fotos machen. Mein Fotoapparat ist vollautomatisch und macht immer scharfe Bilder. Was hast du für eine Kamera, Masato? Ich habe keine. Ja, sehr gut. Oh. Ich halte meine Bilder im Kopf fest. Wer kommt denn da? Ich möchte euch das Mädchen vorstellen. Sie heißt Miyuki Kashima. Sie ist nur eine Klassenkameradin. Bis jetzt. Und weil ich gerade dabei bin, stelle ich euch auch Yuko Mitsurami vor. Und das ist Sarinko Mihara. Und das ist Kiyomi Hurami. Oh. Entschuldige, Masato, tut mir leid. Pass doch besser auf, lern doch erstmal Tennis spielen. Es war meine Schuld. Es war gar nicht so schlimm. Hier, fang, spielt weiter. Ich habe Aufschlag. Achtung, Ball kommt. Manche Leute sagen, dass das Innere des Menschen wichtiger ist als die äußerliche Erscheinung. Ideal ist es, wenn beides zusammenpasst. Das wird ein wunderbares Bild von Kashima. Ich freue mich, dass ich in ihrer Nähe sein kann. Und außerdem werde ich sie im Badeanzug sehen. Hier, nimm Muraki. Danke. Es ist so toll, dass ich hier bin. Oh je, jetzt kommt Ryuichi Masaki. Ein furchtbarer Angeber. Das ist Ryuichi, ein Wichtigtour. Du arbeitest richtig gut. Gefällt mir. Ich werde dir beim Kochen helfen. Was soll das etwa heißen, dass du das Mittagessen machst? Richtig. Ich werde euch allen ein exzellentes, köstliches Mittagessen kochen. Was kann man machen? Diese Jugendherberge wird von Ryuichis Onkel geführt. Wir werden uns hier im Hause von meinem Onkel ein paar schöne Tage machen, hm? Und wir warten doch alle nur darauf, mit den Mädchen baden gehen zu können, habe ich recht? Wenn alles so gut läuft, ist meistens irgendwas faul an der Sache. Komisch. Alle Mädchen, die er eingeladen hat, sind gekommen. Den Teller musst du leider bezahlen. Nur so kann man jemanden zur Ordnung und Sauberkeit erziehen. Deine Urlaubskosten werden sich um ein paar Prozent erhöhen. Tut mir leid für dich. Verschwinde, du eingebildeter Trottel! Das Geschirr ist sehr teuer. Mein Onkel wird immer sehr böse, wenn etwas fehlt. Diese Villa am Hang war einer der Gründe, weshalb ich die Tour mitgemacht habe. Ich hoffe, das alte Haus wird bei einem starken Unwetter unterspült und vom Wind den Abhang hinuntergerissen. Was? Habe ich dich richtig verstanden? Was hast du gegen dieses schöne Haus? Eigentlich nichts. Aber was mich stört, ist einfach, dass die reichen Leute immer auf die armen Leute herabblicken. So ein Blödsinn, wenn die Villa abstürzen würde, wäre hier in der Umgebung alles zerstört. Baden gehen ist schön, baden gehen ist schön, baden gehen ist schön. Wow, mir gefällt's großartig. Hier könnte ich ein paar Monate aushalten.
Mittagessen! Hört ihr, Essen gibt's! Mach doch die Tür auf, dann brauchst du nicht so zu schreien. Gute Idee! Erschreckt euch nicht, ich mach jetzt die Tür auf, sie ist schon fast offen. Oh, oh. Wo sind sie? Vielleicht sind sie immer noch beim Tennisspielen. Das Zimmer ist viel schöner und größer als unseres. Ryuchi hat das fein organisiert. Ja, auch das Essen. Uns hat er salzige Reischips gegeben und ihnen gibt er die guten Käsekuchen. Stimmt, ich kann ihm die Bevorzugung nicht verzeihen. Das ist doch ein Bikini. Bikini! Sieh dir den Bikini an, Masato! So nah habe ich noch nie ein Bikini gesehen. Ist ja Wahnsinn! Wem gehört der wohl? Keine Ahnung. Das ist ein heißes Modell. Ich bin gerade noch am Überlegen, vielleicht gehört der Kashima. Sie würde so etwas nie anziehen. Sie hat einen Einteiler. Da bin ich sicher. Du könntest recht haben, er gehört ihr wahrscheinlich nicht. Es ist bestimmt der Bikini von Mitsurami. Sie scheint mir die sinnlichste von allen zu sein. Wenn ich sie mir so vorstelle, könnte es ihrer sein. Ich kann es kaum erwarten, bis wir mit den Mädels baden gehen. Außerdem bin ich irre gespannt, wie Ryuchi dem Mädchen das Surfen beibringen will. Muraki, beruhige dich. Ryuchi darf nichts merken. Wir müssen uns zusammennehmen, wenn wir zum Surfen gehen. Ja, du hast recht, Masato. Oh, verdammt, die Mädchen kommen zurück. Was machen wir denn jetzt, wenn sie uns hier finden? Sind wir erledigt? Beruhig dich, Muraki, wir haben nichts verbrochen. Aber wenn sie uns finden, ist es trotzdem peinlich. Also, was schlägst du vor? Wir müssen uns verstecken. Ja? Das war keine gute Idee, vor dem Mittagessen Sport zu treiben. Vollkommen geschafft. Mir ist ganz flau im Magen. Mir auch. Komisch, seht mal. Das ist aber seltsam. Auf dem Tablett liegen nur zwei Käsekuchen. Wirklich? Dann wird sich Ryuchi vertan haben. Mir fällt gerade ein, wir müssen doch irgendwo Kartoffelchips haben. Die liegen im Schrank. Im Schrank also.